Hey, was ist denn das da für ein Nest? Da könnte ich gerade nie spä- Hey, nein, das ist ja unser Kodamer Storchennest. Ach, so sieht das von oben aus. Da sollten wir einmal runtergehen in so eine Thuniberger Hohlgasse. Da gehen die Vögel den Ton an. Und was gibt's sonst noch für Vögel in der Rabe? Hack, Otto! So, bist du beim Rebenstutzen? Ja, ja, jetzt ist Zeit, dass wir einmal das Ziel abbringen, nämlich den Triebspitzen weg, dass der Kraft in den Triebel reingeht. Was meinst du, wie wird der 86er? Ja, also ich meine, wenn das Wetter so bleibt, wird es wirklich ein guter Wein dieses Jahr. Ja, also das letzte Jahr haben wir halt wenig Wein gekriegt, also wenig Triebel, nämlich durch den starken Frost, den wir hatten, was dieses Jahr jetzt nicht der Fall war. Und dann haben wir einen guten Vorsprung durch die viel Sonne, die geschehen hat. Aber wenn man jetzt das so sieht, war höchste Zeit, dass es mal zu regnen gekommen ist, sonst hätte es noch Trockenscheide gegeben in diesen Reben da. Seit wann wäre eigentlich in Goddenen schon Reben angepflanzt? Ja, also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass die Rehmer schon in dieser Gegend Triebel abpflanzt haben. Vor allen Dingen, wo wir so einen guten Lesboden haben. Also das ist eine gute Voraussetzung für eine Qualität. Und eine erstklassige Sonnenlage haben wir auch da. Also da herrscht kein Zweifel. Wir haben von den ganzen Jahren immer eine erstklassige Qualität gehabt hier am Thuniberg. Und mit dem Abpflanzen, wo ich gefragt worden bin, also ich könnte mir gut vorstellen, dass schon Triebel abpflanzt worden sind hier, bevor Goddenen überhaupt urkundlich erwähnt worden ist. Früher war es doch sicher schwieriger mit dem Reben abpflanzen als heute. Ja, ja, schon. Also wenn man das sieht, früher, vor allen Dingen, hätte es noch ganz kleine Mägeli gegeben, dann nicht mehr so wogreinlich. Weg haben wir an vielen Stiegen gar nicht gehabt. Haben wir alles drauf tragen, Spritze drauf tragen. Und ist vor allen Dingen die Handarbeit, was früher ausschlaggebend ist, wo wir heute Maschinen haben dazu. Und dann darf man nicht vergessen, das Spritzmittel von früher. Das hat man ja, kann man fast vergessen können. Wir haben ja fast nicht gehabt. Da hat es Jahrgang gegeben, wo die Würm wirklich fast alles gefressen haben. Ah, siehst du, wie alle umeinander geistern. Hey jo, wir haben ja auch das Dorfjubiläum. Und da sollte unser Dorf auch recht rausputzt sein. Thank you.
Der 86er, das gibt sicher eine gute Wein. Da schauen wir mal an, es geht nicht nur viel schaffen, es geht auch zu viel saufen in dem Alterer Berg. Müssen wir noch einen Schnaps trinken, dass ich das auch noch sehe? Ja, ja. Einmal weggehoben. Ja, ja, genau. Hey, da haben wir sogar ein paar Schnapsdrosseln verwischt. Alkoholiker Ulamen da, gell? Das wird einmal verwendet später beim Führerschein. Wie immer gehört der Kurt wieder einmal zu den Ersten. Der ist ganz gierig auf den ICS und wenn es letztlich nur ein Gitterli voll geht. Das ist Holz, Holzle bauen. Hör mit Kindern. Richtig, kann man sich. Bulle, Bulle! Alles klar, hä? Der Papa. Jetzt werden wir mal eins bringen.